Ja, hallo. Ich stelle euch heute den Vaporesso Aurora Play vor. Ein kleines, gemütliches Pod-System von Vaporesso. Wie ihr wieder seht, wirklich handlich. Ist im Zippo-Feuerzeug-Style gemacht. Also habt ihr oben den Klickverschluss. Aber wirklich ein Handschmeichler, kann man so sagen. Ist echt fein. Ihr habt das Befüllfenster, wie man gleich zum Anfang hier vorne sieht, dass man den Füllstand sieht. Es ist pure MTL, also wirklich richtig Backendampfen mit einem bombastischen Geschmack. Er hat wie von der Vaporesso Zero das Press-System zum Befüllen. Das seht ihr hier oben. Einfach mit dem Flaschenhals oben dran und reindrücken. Den Stift runterdrücken und das Liquid reindrücken, oder? Es ist wie gesagt ein Pod-System. Das Fassungsvermögen ist vernünftig. Auch so haben wir jetzt hier keinen Siffen oder irgendwas. Das macht wirklich einen guten Eindruck. Dann hat er 650 mA. Die Pods sind, glaube ich, mit 1,3 Ohm. Also Leistung sollte über einen Tag locker reichen. Man sollte locker damit auskommen. Wieder USB-Anschluss zum Laden. Er hat ein 3-Klick-Verstellsystem. Man kann mit 3-Klick die Stärken verstellen. Und zwar von 9 Watt auf 10,5 und auf 12,5 Watt. Also durchs Klicken hier 1, 2, 3. Wird er dann blau, 1, 2, 3, dann blinkt er rot und grün, das sind halt die drei Stufen. Mit 5 Klick ist Ein- und Abschalten. Jo. Es gibt ihn in verschiedenen Farben, wie ihr seht, in Silber, Grau, Rainbow und der hier der Bronze. Geschmacklich, wir haben das getestet. Geschmack kommt wirklich authentisch rüber, kann man nichts anderes sagen. Dampfentwicklung ist auch gut. Wie gesagt, hat ein bisschen strengeren Zug, aber ja, MTL macht Spaß, wirklich. Ab sofort in Heeresau verfügbar und wie immer freuen wir uns auf euren Besuch. Bis bald!